Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich versuche der Aufforderung zu folgen. Sicher wird es an der einen oder anderen Stelle schwerfallen, die Abgrenzung dahin so deutlich zu ziehen, wie es hier verlangt wird. Die grüne Fraktion spricht sich klar und deutlich für den Nachzug der Familien von subsidiär Geschützten aus. Wir stehen bei dieser Frage eng an der Seite unserer Kirchen und Flüchtlingsverbände, vor allen Dingen aber an der Seite der Menschen, die es betrifft. Und den Menschen, die diese Debatte verfolgt haben in den letzten Monaten, denen sollte klar sein, dass es kein kontroverser diskutiertes Thema derzeit gibt. Ja, und ich kann auch sagen für meine Fraktion, dass wir wirklich bei der Frage meilenweit von der Position der CDU-CSU-Fraktion entfernt liegen. Aber der Gesetzentwurf der AfD, der hat gerade, was die Begründung angeht, wirklich noch mal eine ganz eigene, schreckliche, wie ich finde, Qualität. Er ist nicht nur von Angst vor Überfremdung getrieben, er ist auch zutiefst empathiefrei. Und es ist mitnichten so, dass die AfD hier nur mit Zahlen oder innenpolitisch argumentiert. Nein, ihre Begründung sollte man sich sehr genau und sehr aufmerksam anschauen. Denn dort steht, dass wir unsere internationalen humanitären Verpflichtungen, ich zitiere, am vitalen nationalen Interesse an Bestand und Erhalt des deutschen Volkes auszurichten haben. Ich übersetze das mal. Ja. Das Asylrecht, die humanitäre Aufnahme von Menschen in Not, der Schutz von Kindern vor Gewalt und Krieg, das Kindeswohl und eben auch das Grundrecht darauf, mit seiner Familie zusammenzuleben, all das hat nach Auffassung der AfD dem Interesse, sich unterzuordnen, das deutsche Volk, was auch immer damit gemeint ist, nicht zu gefährden. Und man kann nur erahnen, wie Sie über die vielen Menschen denken. Ja, die Frage stelle ich jetzt, was ich über das deutsche Volk denke, denn die entscheidende Frage ist ja, was denken Sie über die Menschen, die mit Migrationsbiografien hier in diesem Land leben, denn ich habe die Vermutung, dass Sie diese eben nicht meinen, wenn Sie vom deutschen Volk sprechen. Mir wird schlecht bei diesem Gedanken und ich kann nur an alle anderen hier in diesem Parlament appellieren, sich diesem völkischen Geist konsequent entgegenzustellen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kennen das bereits ja und finden das auch in diesem Gesetzentwurf wieder haltlose Behauptungen und Verunglimpfungen ganzer Menschengruppen. Und ich finde, wir hier in diesem Parlament sind den Menschen in Deutschland gegenüber verpflichtet, der Panikmache und dem Schlechtgerede unseres Landes durch die AfD hier in diesem Parlament etwas entgegenzusetzen. Und das werde ich gerne tun. Denn immer wieder behauptet die AfD, Syrien sei weitgehend sicher. Wieder schmeißt sie mit nicht belegbaren Zahlen um sich, behauptet zum Beispiel, dass Millionen beruflich unqualifizierte Menschen in unser Land flüchten und dass sich dieses jetzt auch noch potenziert mit weiteren Millionen nicht qualifizierten Menschen, wenn der Familiennachzug ermöglicht würde. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat es noch mal in der letzten Woche deutlich gemacht. Ja, die Wahrheit ist, zahlreiche der nach Deutschland geflohenen Menschen haben keine Ehepartner oder minderjährige Kinder, die sie nachholen könnten. Zugleich gibt es Familien, die bereits als Ganzes nach Deutschland geflohen sind und damit nicht getrennt sind. Und das Auswärtige Amt rechnet mit ca. 120.000 Familiennachzugsvisa pro Jahr. So, das ist die belegte Zahl. Und das ist meiner Fraktion besonders wichtig. Die Einreise jener Menschen würde eben sicher, legal und im Rahmen eines geordneten, schrittweisen Verfahrens stattfinden. Das heißt, mit Auslaufen dieser Beschränkung beim Familiennachzug könnten die Behörden und die aufnehmenden Kommunen sich trotzdem vorbereiten und sich darauf einstellen. Frau Kollegin Amtsberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der AfD? Ich bin eigentlich Verfechterin davon, jede Zwischenfrage zuzulassen, aber ich beantworte das heute mal als Mutter. Ich habe seit mir 4 Minuten lang Ihr Familienbild hier angehört und ich bin der Auffassung, dass ich jetzt mal meins darstelle und mich ununterbrochen sozusagen diesem Thema widme. Die Behauptung, ja, weil das nämlich auch sozusagen immer wieder kommt, ja, das Szenario eines plötzlichen, ungesteuerten, millionenfachen Zuzugs von Familien, das durch die AfD an die Wand gemalt wird, besitzt keinerlei Grundlage. Und auch die Behauptung, Deutschland würde, sollte es den Familiennachzug für subsidiär Geschützte wieder erlauben, einen Sonderweg in Europa gehen, ist falsch. Ja, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien und auch Großbritannien stellen subsidiär Geschützte in dieser Frage mit den Flüchtlingen der Genfer Flüchtlingskonvention gleich. Und zwar aus gutem Grund, denn es ist genau das, was im Rahmen der gemeinsamen europäischen Asylsystems vereinbart wurde. Meine Damen und Herren, mit der Behauptung, dass hier lebende Familienväter, ich zitiere, nicht ernstlich um die Sicherheit ihrer Familien besorgt sind, setzt die AfD dem Ganzen die Krone auf. Mich würde wirklich mal interessieren, auf welcher Behauptung Sie so eine oder auf welcher Grundlage Sie so eine bösartige Behauptung bauen. Ja, sprechen Sie doch mal mit den Betroffenen selbst, reden Sie mal mit denen über Ihre Sorgen. Und ich finde es nicht nur absurd, was Sie da behaupten, sondern auch anmaßend. Denn wer von uns, und das frage ich ausdrücklich als Mutter, wer von uns kann überhaupt ansatzweise
nachempfinden oder wissen, was wir tun würden, wenn unsere Kinder von Krieg, Versklavung, Gewalt, Verfolgung bedroht wären. Es ist anmaßend, das zu behaupten. Es ist anmaßend, das zu behaupten. Zu behaupten, dass sie wissen, was diese Familien durchmachen. Meine Fraktion steht nach wie vor zum Familiennachzug und wird dafür auch weiter kämpfen. Haben Sie herzlichen Dank. Das Wort hat Andrea Lindholz für die CDU-CSU.